Aber doch, es könnte schon eine Eule sein, weil es hatte viel mit Eulen zu tun, dieses Level. Guck mal, da ist auch schon eine Eule im Hintergrund. Es ist eine Eule als Bosskampf. Und die wird mich jetzt kalt machen. Oh, ich hab keinen Bock, ich hab keinen Bock. Da sind sie schon, die miesen Eulen. Bam. Oh, die schöne Banane, sind sie behindert? Die können doch nicht vor Donkey Kongs Augen einfach eine Banane platt machen. Alter, jetzt geht's ab, ey. Jetzt machen wir diesen. Fertig. Diesen blöden Fettwanst. Ja, wäre ich aber auch wütend, Donkey Kong. Genau richtig. Komm, wir machen ihn platt. Was muss ich machen? Oh, ich habe keinen Plan mehr, was ich machen muss. Was macht er denn jetzt? Ah, er schießt mit Federn! Nochmal. Okay. Jetzt schießt der Eier runter, okay. Ah, okay. Ah, die kann ich... Ah, die muss ich schmeißen. Die Eulenkinder muss ich auf ihn draufschmeißen. Wo ist er denn? Jetzt schmeiß ich ihn. Jawohl, getroffen! Einmal von 9. Ah, er wirft Eiskugeln. Was ist denn mit ihm? Der ist doch nicht ganz sauber, ey. Meine Güte. Ja, wirf ruhig deine Federn, das macht mir überhaupt nichts aus. Komm, jetzt komm, wirf deine Kinder, damit ich sie auf dich schmeißen kann. Los. Ah, das Kind hat mich umgebracht. Ja gut, ich habe die Kinder auch umgebracht, aber das ist doch kein Grund. Neuer Versuch. Jetzt weiß ich auch, was auf mich zukommt. Jetzt geht's dem Uhu an den Kragen. Aber ich glaube, der ist nicht so schwer wie der erste. Glaube ich nicht. Ich glaube, der ist machbarer. Den Federn kann man ganz gut ausweichen, wenn man richtig hinguckt. Das ist alles kein Problem. Und den Eiern auch. Oh, ihr freuen Kinder. Gleich könnt ihr eurem Papa gute Nacht sagen, ey. Na komm runter, Papa. Zack, hier dein Eulenkind zurück. Fandest du nicht so cool, ne? Ja, jetzt komm mit deinen Schneekugeln. Genau, das macht mir alles keine Angst. Guck mal, wie leicht ich da drüber springe. Hast du nicht mehr drauf? Hast du nicht mehr drauf als deinen Federschuss hier? Oh ja, jetzt kommen wieder deine süßen Kinder. Na komm her, Kind. Lass dich von Onkel Donkey Kong mal drücken und dann kräftig schmeißen. Komm, wo ist dein Papa? Da ist dein Papa. Komm, ich bring ihn zurück. Guck mal da. Oh, ich hab drüber geschmissen. Okay, man sollte nicht rüberschmeißen. Das könnte fatal enden. Meine Meinung. Neuer Versuch. Ich habe ihn bis jetzt zweimal getroffen. Ach, ich denke. Aber gut, ich weiß jetzt, wie der Angriff aussieht. Wenn man daneben wirft, einfach ducken. Das sollte klappen. So. Ja, schmeiß deine Federn ruhig wieder. Kein Problem. Wer schmeißt seine Gegner mit Kindern ab? Aber passt zu Eulen ja auch irgendwo. Die legen ja auch ihre Babys in fremde Nester. Na komm, runter, Eulenpapa. Zack. Boing. Guck mal, ich habe noch einen auf Lager. Ah, da treffe ich ihn nicht. Da treffe ich ihn nicht. Na los, schieß deine Federn. Ja, jetzt kommst du wieder mit deinen Eiern. Und deinen Kindern an. Jetzt geht's wieder zurück. Genau. So, bam, bam. Oh, nochmal eine Runde. Hat er letztes Mal auch schon 3 Runden geschmissen? Naja. Komm runter. Und zack. Boing, da hat das nicht erwartet, ne? Dass ich das nochmal mache. Okay, jetzt wirft er wieder seine Kugeln. Diesmal in die andere Richtung. Kein Problem. Oh, 3 sogar. Meine Güte. Jetzt willst du es aber wissen, ne? Jetzt willst du es wissen. Du Schuhu. So. Meine Güte, du hast wirklich viele Kinder, Alter. Du hast ordentlich Eier im Bauch, ne? Die musst du alle raus. Kein Wunder, dass du so fett bist. Bah. Ja, komm, wirf noch dein paar Eier ab. Damit du ein bisschen dünner wirst. Warum isst du denn auch so viel? So, zack. Bam, kein Problem. 3-mal getroffen. Jetzt kommt die 2. Phase. Und ich habe keinen Plan, was mich erwartet. Oh, doch, 1 Etage höher. Oh, wir gehen mal 1 Etage höher. Oh, wir haben Publikum, habe ich gerade gehört. Aber ich sehe es doch da hinten. Ein paar Vögel. Pinguine.
Oh, jetzt kommen die... Jetzt kommen die Eulen. Oh, da muss ich... Da muss ich... Okay, den brauche ich. Da muss ich wieder drauf, drauf, drauf. Ach Mist, jetzt habe ich keine Munition. Okay, was macht der? Was macht der? Ich ducke mich lieber. Ja, das war auch genau die richtige Entscheidung. Okay, wenn das wieder so läuft... Oh, das ist mies, das ist mies, das ist mies. Ich bin aber auch gesprungen. Er hat schon wieder... Ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, der Knopf funktioniert nicht. Okay, wir sehen uns in der zweiten Phase wieder. So, Leute, zweite Phase. Jetzt stelle ich mich ein bisschen besser an. Na los, komm her. Ja, mach ruhig deinen Wirbelwind. Komm, ist kein Problem für mich. So, Munition behalten am besten. Drauf, 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 drauf. Nochmal. Drauf, drauf, drauf. Warten, der kommt ein bisschen später rüber. So. Jetzt kommt er runter, ne? Kommt er runter? Ja. Und bam. Ja, 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 ja. So, das war gut. Das war gutes Timing. Das war gutes Timing. Und wieder zurück. Sehr schön. Ah, jetzt kommt hier ein fettes Ei. Ach du je. Damit habe ich nicht gerechnet, dass so ein Vieh da rauskommt. Die Retro Studios haben immer wieder Überraschungen parat. Muss man einfach sagen. Okay, neuer Versuch. So, Leute. Es geht wieder in die zweite Phase. Und jetzt packen wir die. Ich weiß genau, was mich erwartet. Ja, genau, jetzt kommt der Sturm und zack, Munition, am besten behalten. Zack, 2, 3, 4. Zack, 2, 3, 4. Und darüber, kein Problem. Jetzt kommt er mit seinen Federn des Todes. Ach nee, jetzt muss ich ihn abschmeißen. Jetzt kommt er aber mit den Federn des Todes. Im richtigen Moment, im richtigen Moment, jetzt. Zack. Andere Seite, im richtigen Moment. Zack, wunderbar. So, jetzt wird's, jetzt muss man aufpassen, weil da jetzt diese Viecher rauskommen. Ach, die fliegen jetzt auch los! Mein Gott! Ich dachte, die bleiben wenigstens auf dem Boden, aber nein, die fliegen jetzt natürlich auch los. Das war in der ersten Phase nicht so, aber hey, die haben dazugelernt seit der ersten Phase. Die sind ein bisschen größer geworden. Das sind schon seine gezüchteten Kinder. Die schon ein bisschen fliegen können. Meine Güte. Ach, was weiß denn ich. Jetzt weiß ich aber, was mich erwartet. So, wir sehen uns in der zweiten Phase. So, und wieder geht's in die zweite Phase. Dann schauen wir doch mal, ob wir die jetzt packen. Jawohl, das war schon mal gut. Das war auch wieder gut. Schön die ganzen Kindereulen töten. Das ist kein Problem. Und jetzt kommt er runter und jetzt kill ich ihn einmal. Wunderbar. Na komm, du mit deinen Todesfedern. Da habe ich keine Angst vor. Ja, ja, komm ruhig her, komm ruhig her. Los, kein Problem. Jetzt wird's schwierig. Ach, ach komm. Das ist noch, das ist sogar... Random, welche Eulen da rauskommen? Jetzt wird's langsam asozial. So, hoffentlich kriegen wir jetzt die zweite Phase mal hin hier. Das kann doch nicht sein. So, das ist ja noch easy jetzt. Das ist noch easy. Draufgehüpft, Munition haben wir schon wieder. Den, auf diesen Vieh, auf das Vieh. Den, auf dieses Vieh. Einmal kurz warten und hier wieder rüber. So, das war kein Problem. Jetzt kommt er runter, jetzt töte ich ihn hier mit. Jetzt kommen wieder sein Federstrahl. Kein Problem. Jetzt kommen wir auf der anderen Seite, Federstrahl. Ist auch kein Problem. Und jetzt kommt der heikle Scheiß. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ah, und ich krieg ihn nicht. Alter, ist das mies. Na, ja, jetzt müssen wir wieder seinen Federstrahl abwarten. Oder kommt er jetzt gleich wieder mit Eiern? Na, ah, jetzt kommt die Fahrt. Das ist einfacher. Das finde ich gut, dass er das jetzt macht. Munition, Munition. Oh. Oh, oh, oh. Ja. Eins, zwei,
drei warten rüber. Ja, okay, wenn das dann noch ein zweites Mal kommt, dann ist das nicht so schlimm. Jetzt kommt er runter und jetzt können wir ihn ganz einfach erlegen. Nummer 3. Ach, sein Federstrahl wieder, richtig. Sein Federstrahl, sein Federstrahl. Oh, das war knapp. Okay. Ah, die Federn des Todes, die Federn des Todes. Er war ein bisschen schneller diesmal, hatte ich den Eindruck. So, jetzt kommen die Eier des Todes. Ja, okay, egal, egal, ducken. Wir machen dann die nächste Phase. So, sehr gut. Jetzt müsste er wieder seinen Wind machen. Diesmal wieder von der anderen Richtung, ne? Jawohl. Jawohl, mach mal deinen Wind. Genau, jetzt kommen die angeflogen. Munition haben wir. Und 1, 2, 3, zack. Und wieder 1, 2, 3, warten, rüber. Warten, bis er runterkommt und dann abknallen. Und dann sind wir in Phase 3. Bam, Phase 3. Jawohl. Noch dreimal treffen, dann haben wir es geschafft. Jetzt wird's brutal, glaube ich. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich habe keinen Plan. Ah, Federzielstrahl ist das, ne? Also, da schießt er jetzt richtig gezielt. Das macht er öfters. Aber das ist eigentlich relativ simpel auszuweichen. Okay, was macht er jetzt? Was kommt jetzt? Ich habe keine Ahnung. Was kommt jetzt? Oh Gott. Ah, okay. Okay, okay, okay. Da muss man hier so ausweichen. Alles klar. Die haben auch Dinger auf. Okay, da müssen wir hin. Okay, da muss man einfach nur gucken. Das wird dir vorher angezeigt, wo du hin musst. Okay, hier hin. Wir nehmen dann Nummer 2 mit. So. Ah, zu spät! Fuck. Okay, jetzt macht er wieder seinen normalen... Okay, wenn das alles ist in Phase 3, dann ist das einfach. Dann kriegen wir das hin. Aber da kommt jetzt noch was. Da kommt jetzt noch was, oder? Wo ist er? Ah, ich hab's mir gedacht. Ah, ich hab's mir gedacht, dass noch irgendeine Scheiße kommt, Alter. Ich wusste es. Ah, diese Fickeule, wirklich. Okay. Wir sehen uns in Phase 3. Ich hoffe, ich schaff's jetzt direkt hin. So, Leute, wir sind wieder in Phase 3. Ich hab's direkt beim nächsten Mal geschafft. Wunderbar, wunderbar. Jetzt geht's ab. Ja, ja, er wieder mit seinem... Federn. Jetzt macht das nochmal. Genau. Ist alles nicht so schwierig. Alles nicht so schwierig. Ja, komm, mach noch einen. Zack. Wunderbar. So, jetzt muss man hier aufpassen. Wie fallen die Eulen runter? Wie? Okay, so. Und so. Und so. Nein, 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 nein. Falsch, falsch, falsch. Und so. Jawohl. Das ist alles kein Problem. So. Oh nein, so. Und den nehmen wir mit. Den müssen wir mitnehmen. Ja, hab ich, hab ich. Einmal treffen, los. Bam, geschafft. Okay, okay, was passiert? Jetzt kommt die Sache, ne, wo er runterknallt. Ja, man sieht es immer an den Federn. Man muss immer oben drauf achten, auf die Federn. Ja, da, jetzt kommt er da runter. Alles klar, es wird alles angezeigt. Es wird alles angezeigt. Und jetzt kann ich draufspringen. Jawohl, einmal müssen wir noch treffen. Einmal noch. Oh Gott, was... Wie fallen die jetzt? Nein, ich bin so ein Trottel! Ich bin so ein fucking Trottel! Das waren nur die blöden Eis... Ich, ah, nein! Ach, fuck doch! Fick dich doch! Mann! Ah! Scheiße! Okay, wir sehen uns in der dritten Phase und diesmal schaffe ich's. So, Leute, ich bin wieder in der dritten Phase. Jetzt schaffen wir's. Ja, das ist alles nicht schlimm. Das ist alles kein Problem. Damit macht er mir wirklich die geringste Angst. Ja, kein Problem, kein Problem. So, jetzt kommt das, was ein bisschen schwieriger ist, aber eigentlich auch kein Problem, wenn man richtig guckt. Zack, dahin. Und zack, hier nach außen. Ja, zack, dahin. Oh, das war knapp. Und zack, hierhin. Alles kein Problem, ihr Wikinger-Eulen. Ihr macht mich nicht platt. So, jetzt müssen wir hier. Zack. Ja, haben wir, haben wir. Und jetzt treffen wir ihn einmal. Jawohl. Jetzt kommt sein Eisturz. Sein Eisturz. Wo sind die Federn? Oh, direkt da. Oh nein, 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 nein. Ah, Mann, warum roll ich denn nicht? Ich verfickter Trottel.
Oh Mann! Ich wurde doch nicht von der Feder jetzt ernsthaft getroffen. Was für ein Quatsch. Ich brauche einen Kakao, glaube ich. Was ist denn jetzt los? Unfassbar. So, und wir sind erneut in der dritten Phase und ich hoffe, ich schaff's diesmal. Es wäre echt wichtig. Ich habe keine Lust mehr. So langsam muss diese Rieseneule mal sterben, ey. Es wird Zeit. So, jetzt kommen wieder die Viecher. Oh, wie so ein Propeller-Hubschrauber. Ich bin so ein fucking Trottel. Mann, das gibt's nicht. Ach, Mann. Weil ich daneben geworfen habe. Was zum Teufel? Oh Mann. Ich dachte, ich springe einfach mal in den Tod. Weil das hatten wir heute noch nicht so, ne? Also, dachte, wäre vielleicht mal ganz spaßig so. Ich habe ihn doch noch getroffen. Ich finde es unfair, dass es nicht gezählt wird. Mann. Ey, ich war doch nicht auf der Feder drauf. Mein Gott. Applaus für diesen blöden Tod. Applaus, Applaus. So, Leute, ist das jetzt das Finale? Ist das jetzt das Finale? Werde ich es jetzt endlich schaffen, diesen Eulenmenschen zu bezwingen hier? Dieses Eulenvieh, das war ein bisschen knapp. Okay, ich muss mich konzentrieren. Konzentration. Aufpassen, wie die jetzt fallen. Wie die Eulen fallen. Oh Gott. Man sieht das erst zu spät. Das ist richtig mies. Hier. Und die. Und jetzt noch eine Runde. Das war's. Das war's. Ich hab's schon gesehen. Man sieht es erst zu spät. Aber ich habe mich am Anfang so gut angestellt. Oh Mann. Ich glaube, ich muss das... Ich glaube, ich muss hier einen Doppelpart draus machen. Keine Ahnung. So, Leute, ich muss es jetzt packen. Oh, bitte. Das wäre so gut. Das wäre einfach so gut. Okay. Okay, komm, komm, komm jetzt. Einfach nur aufpassen. Einfach nur ein bisschen aufpassen. Ich doch, wie schnell soll ich denn? So, Leute, mit der Macht des Kakaos hoffe ich, dass ich jetzt die dritte Phase bezwingen kann. Also meine Kopfhörer. Oh, wir sehen uns in der dritten Phase. Ich hoffe, ich schaff's direkt hin. So, dritte Phase. Moment. Jetzt mach ich dich platt, Eule. Jetzt mach ich dich platt. Ja, hab ich. Und drauf auf die Eule. So. Jetzt kommt der Scheiß. In der Mitte.
Links. Gott, oh Gott. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Wo sollte ich denn da noch ausweichen? Oh, ich muss es schaffen. Ich muss es jetzt schaffen, bitte. Oh, lasst mich gehen. Echt. Oh, ich hab so einen Schiss, ne? Ich hab echt nur noch Schiss, Alter. Ohne Scheiß. Oh, oh, ah! Das war auch wieder sauknapp. Aber man weiß es immer erst. Ich weiß nicht, ich erkenne das einfach nicht. Okay, Ei-Attacke, Ei-Attacke. Er kommt von in der Mitte zuerst. Er in der Mitte kommt zuerst. Nee, es ist immer unterschiedlich. Es ist scheißegal. Okay, dann muss ich rollen und dann wieder rollen. Ja, komm, jetzt noch einmal, los! Jetzt kommen die Eiskugeln. Die sind kein Problem. Die sind kein Problem. Alter. Sauknapp. Sauknapp. Okay, komm. Jetzt stehen bleiben. Stehen bleiben. Komm, jetzt haben wir ihn. Komm runter. Ja! Ah. Ja! 20 Mal. Du blöder Penner, ey. Aber wisst ihr, was mir bei dem Bosskampf aufgefallen ist? Und das finde ich super. Will ich kurz erwähnen. Es gibt immer, in jeder Phase gibt es die Möglichkeit, die Phase abzukürzen durch ein paar Tricks und Kniffe. Das war ganz cool. Da habe ich gelernt, ich konnte richtig fix durch die erste Phase durch, weil es immer Möglichkeiten gab, die Eulenbabys mitzunehmen und dann Möglichkeiten gab, den euren Vater hier zu treffen. Aber ich habe ihn jetzt besiegt und das ist die Hauptsache. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.